Liebe Zuschauer da draußen, hallo und herzlich willkommen zurück bei Far Cry 4. Ja, genau wie bei Unity gilt jetzt auch hier, wer ab jetzt noch zuschaut, der weiß natürlich selber, was ihn erwartet. Denn wir haben auch beim letzten Mal, auch bei Far Cry 4, relativ, ja fast zeitgleich, also ein paar Tage später nach Unity, haben wir auch hier die Hauptstory beendet. 32 Kampagnenmissionen waren das. Und wir konnten ja verschiedene Entscheidungen treffen. Ich glaube, das sehen wir auch hier in dem Fortschritt. In dem Fortschrittsbalken an diesen Sternchen, das sind eben die goldenen Fahrtmissionen. Da konnten wir uns mal für Amita entscheiden, mal für Sabal. Und am Anfang hatte man sehr das Gefühl, dass Sabal der Vernünftigere ist, dass Amita so ein bisschen durchgedreht ist. Aber im Großen und Ganzen kam mir dann im Laufe der Geschichte Amita doch vernünftiger vor, deswegen bin ich dann auch mit ihr gegangen. Irgendwann hat sie uns ja dann den Auftrag gegeben, den guten Sabal auszuschalten. Das habe ich wiederum nicht gemacht, den wollte ich nicht töten. Und genauso haben wir aber auch am Ende Pagan Min nicht getötet. Auch den habe ich am Leben gelassen und ich muss sagen, ich war damit sehr zufrieden. Ich habe mir im Internet, da gibt es ja Videos zu alle anderen Alternativen angesehen. Also wie das zum Beispiel ist, wenn man sich für Sabal entscheidet, dann will Sabal auch, dass man Amita tötet. Auch die kann man dann am Leben lassen oder man tötet sie eben. Und genauso kann man auch Pagan Min einfach beim Essen direkt erschießen und dann kommt direkt das Ende. Das war's dann, da kommt nichts mehr. Zack, kommt der Abspann. Insofern war ich sehr froh, dass ich das nicht gemacht habe, denn das war, glaube ich, sehr viel spannender, das Ende. Da fährt man noch einiges und es stimmt auch, dass man, das hatte ich ja vermutet, den Helikopter noch abschießen könnte. Und dann findet man wohl sogar irgendwo dann den abgestürzten Helikopter und Pagan Mins Leiche und kann den dann noch plündern. Aber so wie ich das gemacht habe, finde ich es, glaube ich, am besten. Im Internet sind die Leute relativ enttäuscht generell von den Enden, weil halt sowohl Amita wie auch Sabal komplett durchgeknallt sind. Egal für wen man sich entscheidet. Und im Endeffekt müsste man eigentlich beide beseitigen, um Kyrat eine gute Zukunft zu geben und selber das Land übernehmen. Und ihr erinnert euch ja, dass wir da diese Vorhersagen hatten zu Amita, dass sie eben die Kinder zusammen hat holen lassen und so weiter. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das wohl so, wenn man zum Beispiel Sabal tötet, dann wird Amita am Ende, also wenn man ihn wirklich tötet, ja, man hat ja Amita erzählt, man hätte ihn getötet, aber ich habe ihn ja am Leben lassen. Wenn man ihn aber wirklich tötet, dann wird Amita am Ende auch so wie in diesen Visionen, also sehr schrecklich auch. Andererseits, wenn man eben Amita tötet, dann dreht Sabal am Ende durch und lässt viele Leute töten. Aber wenn man das eben so macht wie ich, das habe ich zumindest gelesen, nämlich dass man sich für einen entscheidet, den anderen aber trotzdem nicht tötet, dann gibt es auch kein böses Ende. Insofern habe ich es also, ohne es zu wissen, alles richtig gemacht, soweit ich das verstanden habe. So, wir haben also die Kampagnenmission durch. Was wir noch haben, sind 4 Shangri-La-Missionen. Ja, die würde ich auf jeden Fall noch machen wollen, weil die sind ja doch relativ spannend. Dann haben wir sogar noch 2 Missionen bei Yogi und Reggie. Eine bei Longinus und dann haben wir noch ein paar Außenposten, noch die Festung von Pagan Min, noch ein paar Türme. Also, es gibt schon noch einige spannende Sachen auch. Es sind nicht nur noch langweilige Sammelsachen oder sowas. Und ansonsten würde ich auch gerne so ein paar Sachen noch herstellen. Die Fähigkeiten haben wir noch lange nicht fertig. Also es gibt schon noch viel zu tun, so ist es nicht. Und wenn ihr Lust habt, dann seid ihr eben noch mit dabei. Pagan Mins Festung wäre auf jeden Fall eine der Sachen, die ich als nächstes machen will. Gulag Rashgard, weil im Endeffekt ist er jetzt halt weg und es würde sich anbieten. Aber zuerst haben wir ganz direkt hier bei uns eine Mission bei Yogi und Reggie. Wenn ihr das letzte Video zu Ende geguckt habt, dann habt ihr auch gesehen, dass wir mit denen geredet haben. Die haben uns wieder irgendwelche Drogen angeboten, haben wir aber abgelehnt. Aber jetzt kann ich bei denen wieder eine Mission machen und weil wir jetzt gerade genau da schon sind, dann machen wir doch die erstmal. Also es gibt schon noch Missionen. Ist ja auch quasi wie die Story-Mission, die wir auch schon während dem normalen Let's Play gemacht haben. Nur die eigentliche Story um Pagan Min, die ist halt zu Ende. So, was haben wir denn hier bei Yogi und Reggie? Komm schon! Atme! Zurücktreten, AJ! Ich weiß, was ich tue! Alter! Hat's geklappt? Ich hab dich gerade wiederbelebt. Was meinst du denn? Oh. Also gut. Jetzt bist du an der Reihe. Nein, ich? Nein, 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 nein. AJ ist dran. Stimmt. Das ist er. Keine Sorge, AJ. Bei dem Zeug haben wir ein gutes Gefühl. Ja, wir nennen es Hubby Bubby. Weil's nirgends so krass ist, wie da unten, wo's nass ist. Das werde ich bestimmt bereuen, oder? Und dieses Mal piekst du mich nicht wieder? Oh, fuck, stimmt. Ja, fast vergessen. Keine Angst, wir können Wiederbelebung. Ja, ich war uns den Job gewartet. So, ich glaube, wir werden es wieder bereuen, aber AJ geht ja doch immer wieder zu Yogi und Reggie zurück und holt sich seine
Ja, wöchentliche Drogendosis. Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe eben, dann ist deren neue Droge sich auf Drogen setzen und sich dann umbringen, um sich dann wieder zu beleben. Wahrscheinlich stehen die drauf, irgendwelche Nahtoderlebnisse zu haben oder sowas. Meine Güte, die beiden sind sowas von krank. So, wir sind in irgendeiner Höhle. Hier unten, wo es nass ist, da liegt ein Zettel. Hubbly Bubbly, AJ, Reggie hat ein bisschen zu viel von dem Zeug genommen. Er kauert auf dem Boden und murmelt etwas von einem einarmigen Posaunenspieler und von Kühen. Ich kann nur sagen, viel Glück, Alter. Ich bin sicher, alles wird super gut. Wir warten wie immer auf dich mit all deinen Waffen und dem ganzen Krempel. Yogi. Ja gut, da sind wir also in einer nassen Höhle. Na, dann viel Spaß auch. So schön orange hier. Alles so schön bunt hier. Autos und Glocken oder Mani-Mühlen. Ich glaube, ich schwimme einfach in dem Licht hinterher. Ah, Statuen haben wir ja auch. Hat er mir eigentlich eben auch angezeigt, dass Verschwundenes verschwunden ist und dass wir es wiederfinden sollen? Oder ist das diesmal nicht unsere Aufgabe? Jedenfalls ganz schön nass hier. Naja, wahrscheinlich, weil sie gerade unseren Kopf unter Wasser halten. Oh, guck mal, da ist jemand. Ist der denn hier unten zu suchen? Navi-Nachbau hat er dabei. Und wir haben zumindest schon mal eine Waffe. Mit ein bisschen Munition. Wenn man sonst nichts hat, dann ist das doch was wert. So, wieder unter Wasser. Ich meine, hier habe ich von der Waffe auch nichts, weil schießen können wir unter Wasser ja nicht. Gar keine lustige Musik diesmal. Normalerweise läuft doch immer sowas richtig Krankes. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die coolste Mission auf Drogen fand ich ja immer noch die in der Heroin- oder Opium-Fabrik da. Mit dem indischen Lied und so. Das war viel lustiger als die von Yogi und Reggie, die Mission. Und eine Yogi und Reggie Mission habt ihr ja verpasst, weil da die Aufnahme nicht geklappt hatte. War aber genauso ähnlich wie sowas hier. Nackt und vertrackt. Wow, okay. Das ist ganz schön bunt hier alles. Hier vorne soll ich hinfahren? Na gut, dann schauen wir doch mal. Wer bin ich und was will ich im Leben erreichen? Das ist unsere Mission. Na gut. Ach scheiße, jetzt bin ich gerade echt auf Land gefahren, ne? Moment, ich kick das Ding mal eben zurück ins Wasser. So. Weiter geht's. Ah, da fallen LKWs vom Himmel. Ja, das passiert ja auch ab und zu mal. Ist mir auch schon öfter passiert. Deine Ausrüstung sowie Yogi und Reggie sind verschwunden. Finde sie. Und da fallen wieder ein paar Autos vom Himmel. Also es ist ja echt, also ich meine, die Entwickler toben sich ja sowieso schon aus in Far Cry, ja? Die ganze Story ist ja auch schon krank. Aber diese Drogenmission, die sie dann immer noch machen nebenbei, da wird denen doch echt gesagt, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Lasst eurer Kreativität freien Lauf. Habt Spaß. Oh, da war eine Rampe. Die habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, ich muss da ausweichen, aber es war tatsächlich eine Rampe. Oh shit. Wo komme ich denn jetzt hier gerade rein? Sieht echt nicht gut aus. Ich werde beballert. Von dem Boot. So, also absteigen bitte. Ich glaube, die lasse ich einfach mal da in Ruhe auf ihrem Boot. Sind wir denn richtig hier? Jo, nackt und vertrackt. Das haben wir geschafft. Ja, besonders anspruchsvoll sind die Missionen ja nicht von Yogi und Reggie. Und es gibt jetzt noch eine neue Aufgabe bei denen. Denn insgesamt waren ja noch zwei Missionen offen bei Yogi und Reggie. Und eine haben wir also noch. Ich überlege jetzt gerade, oder ich suche jetzt gerade die eine Kiste. Beziehungsweise beide Kisten. Doch, eine ist hier, aber die andere? Wo ist denn die andere? Ist sie hier draußen oder ist sie drin? Oder ist sie oben drauf? Nö, die müsste drin sein. Ah, da, ach so, die ist dahinter versteckt. Naja, gut, das ist natürlich auch mies. So. Die haben wir auch. Und hier ist ein Auto sogar. Das können wir mal eben reparieren. Also so ein Truck. Dann nehmen wir nämlich den mal mit. Beziehungsweise wahrscheinlich werde ich gar nicht von hier aus fahren. Wartet mal. Ich gucke einfach auf die Karte.
Wir werden uns wahrscheinlich eh irgendwo hinporten. Jetzt sind wir nämlich ja frei, was wir machen wollen. Ja gut, wir könnten natürlich auch jetzt einfach den Part nutzen, um eben beide Missionen da zu machen, oder? Dann machen wir eben beide Missionen bei Jürgen und Reggie. Dann haben wir nämlich die auch schon mal fertig, oder? Können direkt wieder zurück, machen direkt die nächste. AJ hat nicht genug von den Drogen. Und geht direkt zweimal am Tag sich seine Dosis besorgen, wenn das mal nicht zu einer Überdosis führt. Naja gut, aber dann haben wir halt die Yogi und Reggie Mission durch, weißt du? Und dann können wir dann andere Sachen machen. Bin gespannt, ob die letzte irgendwie nochmal besonders ist. Hätte klappen müssen. Ja, das hat's aber nicht! Naja, vielleicht hättest du tiefer fallen müssen. Vielleicht brauchen wir einen höheren Tisch. Oh. Erholt der Typ sich wieder? Was? Ach, das wird schon nur ein kleiner Rückschlag. Fick dich, du Troll! Ach, komm schon. Hier, das bringt dich wieder hoch. Hier, nimm mal einen Zug. Wir nennen es Trapped in the Closet. Ja, frisch und heiß. Direkt aus der Küche. Noch ein Topper, kannst du es diesmal vielleicht in den Arm spritzen? Oh, sorry, Kumpel. Das hier muss leider in deinen Arm. In mein was? Warte. Ja. Oh. Oh, scheiße. Ich schockiere dich, Adrian. Zieh nur weiter hier. Und der Topper kommt in seinen Hintern. Na gut. Das wird reinhauen. Fliege oder geh dabei drauf. Deine Ausrüstung sowie Yogi und Reggie sind verschwunden. Finde sie. Und wir fallen vom Himmel. Autsch. Ja, wahrscheinlich wurden wir nur wieder auf Drogen gesetzt. Und also, wie gesagt, das sind ja immer alles so Erlebnisse, aber im Endeffekt liegen wir wahrscheinlich die ganze Zeit in deren Hütte, auch wenn das so anders rüberkommt. Denn zum Beispiel beim letzten Mal war deren neue Drogenerfindung ja, dass sie sich gegenseitig ertränken, ja, weil sie dann halt dieses Nahtoderlebnis haben, glaube ich zumindest. Und uns haben sie auch ertränkt, deswegen hatten wir das Gefühl, dass wir in irgendeiner nassen Höhle waren. Und jetzt, ist deren neuer Chip von der Kiste zu fallen, um halt dieses Fallen zu haben, was man vielleicht manchmal im Traum hat. Und jetzt sind wir also irgendwie aus dem vom Himmel gefallen, so wie beim letzten Mal die Trucks. Das ist jetzt der neueste Trick von denen, ne? Wo ist denn hier die Kiste? Kann ich nicht auf die Kiste holen? Ja, kann ich. Und die Propaganda, wo ist die da oben? Ah, jetzt habe ich natürlich gerade keinen Molotow und nichts, aber vielleicht kommen wir da auch dran. Ja, da kommen wir auch so dran. Wo wir schon mal gerade hier sind, können wir das doch eben machen, oder? Ach so, soll ich da eigentlich hoch oder was? Wahrscheinlich soll ich da sogar hoch. Wollen wir mal eben schauen. Ich habe eigentlich die Kiste gesucht. Ja, natürlich war das nicht das, was wir dachten. Und jetzt bin ich auf irgendeinem Berg. Dass AJ sich immer noch wundert über diese Drogentrips, oder? Oh, das ist ein Gegner. Das ist eher blöd, weil ich habe keine Waffe. Ich habe echt keine Waffe. Was soll ich denn da bitte machen? Ich habe ja nicht mal ein Messer. Doch, ich habe ein Messer. Ah, okay. So viel dazu. Aber das Problem ist natürlich, dass, der mich jetzt umbringen wird. Weil ich nichts machen kann. Weil ich kann ja aus Frontal halt mit dem Messer nicht so viel machen. Ja, der lässt sich natürlich auch nicht ablenken gerade, weil der sieht mich oder er weiß, wo ich bin. Ich meine, der kann natürlich zu mir hochkommen einfach, oder? Dann können wir das Ganze klären. Und warum waren da denn auf einmal auch Gegner? Übelst gemein. So, damit haben wir den aber auch. Und jetzt kann ich mir hoffentlich auch deren Waffen nehmen. Ja, siehst du mal. Damit sollte das Ganze doch einfacher möglich sein hier. So, irgendwo sind Kisten und da hinten ist auch noch wieder so ein gelber Punkt. Hi, ihr beiden. Ihr verschwindet doch eh wieder. Ja, ich weiß. Und damit bin ich hier im Käfig. Unser Freund.
Aber wieder an derselben Hütte hier. So, da ist eine von den Kisten. Die andere ist irgendwo da drin. Oh, mich greift was an. Da hat mich was angegriffen. Was war das hier? So ein Leopard oder so. Kann ich aber auch gerade eh nicht plündern. Ist die letzte Kiste oben drauf oder ist die drin? Naja, ist auch egal. Suchen wir erstmal die beiden Kerle. Die sind wieder irgendwo. Und verschwinden natürlich wieder. Und wir stehen auf einer sehr hohen Plattform. Da hängt ein Stein in der Luft und da stehen Yogi und Jenji und tanzen über Kopf. Okay, wenn's sonst nichts ist. Eieieiei. Manche würden bestimmt sagen, dass das Spiel Drogen verherrlicht, aber oh shit. Aber andererseits muss ich sagen, wenn man sich diese Chips anschaut, die man hier so hat, vielleicht sollte man besser keine Drogen nehmen. Aber wir sind sanft gelandet. Dafür, dass wir von so hoch gefahren. Ach, da steht einer. Steht Yogi an der Wand und singt. Oder ist das Reggie? Ich kann die beiden eh nicht auseinanderhalten. Ah, okay. Oh, oh, okay. Ja, alles ganz normal. Alles ganz normal. Hey! Ein Gyrokopter! Dann steigen wir doch mal ein. Das sollte man auf jeden Fall machen, wenn man auf Drogen ist. Mit einem Gyrokopter fliegen. Oh ja, okay. Fliegende Steine. Treppen mit tanzenden Yogis und Reggies. Alles ganz normal. Tja, Kinders, was lernen wir daraus? Nehmt keine Drogen. Wobei, so bunt und krass wie das hier ist, ne? Wer weiß, ob das in echt so ist. Ich kann es euch nicht erzählen. Aber ich meine, es gibt da ja auch alles, ja? Von Pilzen über sonstige Kräuter, chemische Sachen. Was weiß ich nicht alles. So, da unten wollen wir hin. Schauen wir mal, ob wir sie diesmal finden. Stoner Kappa Zuflucht. Da ist der Mann der Stunde! AJ, du bist ein echter Pionier. Ja, das beste Versuchskaninchen, das wir je hatten. Und sicher das langlebigste. Oh, um Längen. Und in Anerkennung deiner enormen Verdienste haben wir eine ganz besondere Belohnung für dich. Komm mit. Oh. Für deine herausragende Tapferkeit angesichts unberechenbarer hobbypharmazeutischer Interaktionen sowie zahlreicher umwelt- und tierbedingter Gefahren für Leib und Leben verleihen wir dir hiermit die goldene Pfeife von Kyrat. Ist nicht wirklich aus Gold, sorry. Das ist die größte Ehre, die wir dir erweisen können. Danke oder so. Er ist total überwältigt. Ja, natürlich ist er das. Ist eine prima Pfeife. Es war uns eine Freude, mit dir zu experimentieren. Okay, genug geredet. Zurück zu den wichtigen Dingen. Den wirklich wichtigen Dingen. Sollen wir? Ja. Viel Spaß. Meine, deren gesamter Lebensinhalt ist auch einfach nur, sich irgendwelche neuen Drogentrips auszudenken, oder? So, wir kriegen ein bisschen Karma. Fliege oder geh dabei drauf, haben wir beendet. Und ich glaube, damit haben wir, wie gesagt, alle... Oh ja, 90.000 gibt's dafür. Damit haben wir, glaube ich, alle Yogi und Reggie Missionen durch. Und wir haben die tolle Pfeife bekommen. Die einzige Waffe Shredder ist jetzt an Handelsposten verfügbar. Okay, dann können wir mal eben... Ah, nee, können wir ja gar nicht. Naja, gut. Machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Ich weiß jetzt auch noch gar nicht. Doch, wir sind relativ nah an Pargamins Festung. Beim nächsten Mal machen wir die, glaube ich, mal. Holen vorher den Turm und gehen dann weiter zur Festung. Hätte ich Bock drauf. Wenn ihr Lust habt, schaltet wieder ein. Bis dahin, ich bin raus, der Walle aus Far Cry 4. Bye, bye.